Ich habe 5 Minuten über mein Intro nachgedacht und mir ist nichts eingefallen, deswegen fangen wir einfach an mit Du bist. Hallo und herzlich willkommen zu Du bist. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung, lieber Fabian. Es kann ja manchmal sein, dass Videos, der YouTube-Algorithmus ist ja, na, wir kennen ihn nicht, wir wissen nicht, wie er ist. Und vielleicht ist es ja so, dass dieses Video jemandem angezeigt wird, der noch nie in seinem Leben Rocket Beans Videos konsumiert hat. Mhm. Deswegen, wie willst du dem dann dieses Frisur erklären? Und was soll ich dieser Person jetzt sagen? Das ist Colin Gäbel. Ja. Stark. Toller Typ. Matthias Rosenkranz, toller Typ. Und heute auch jemand, einer von hinter den Kulissen mit dabei, Etienne Gade. Normalerweise Sound Department, aber ich freue mich, heute hier sein zu können. Ja. Alles ist möglich bei RBTV. Ja. Nur ja. Deine Träume stecken die Grenzen ab. So sieht es aus. Formulieren es um, ja? Und daraus gerne. Eine Vision, ich bin sehr für uns alle halt. Ich bin auch übrigens der Hausinterne. Where your dreams sets the boundaries. Friseur oder so. Du bist der Hausinterne Friseur? Mhm. Where the sky is the ceiling is your dreams. Ja, das ist, ja. Was, versuchst du gerade einen neuen Claim zu finden? Ja, ja. Ich glaub, einen, der so ein bisschen visionär ist, aber uns auch alle eint in der Motivation, heute hier zu sein. Where dreams might happen. Du bist deine Träume. Dann haben wir auch das Format mit drin. Ihr seid alle gänzlich untalentiert. Deswegen würde ich sagen, where dreams make money. Das wäre mir aufgefallen. Ja, okay. Das wäre mir auch aufgefallen. Würde ich, und so auf meiner letzten, würde ich sofort unterschreiben. Auf meiner letzten Gehaltsabrechnung. Träume und Pragmatismus und ja. So eine Kombination, mit der jeder irgendwie. Na, okay. Lass mich doch jetzt mal erklären. Jetzt. Lass mich mal das Spiel. Labert schon los. Ich bin froh, wenn der Geist ist. Ich kann ihn endlich ignorieren. Ey, es wäre so geil, wenn wir bei Rocket Beans, das müssten wir eigentlich mal machen, wie früher in der Abi-Klasse, so, dass wir so Rankings ausstellen, so der größte Laberer. So. Das, ja. Das fehlt uns, glaube ich, noch. Mr. Monolog. Mr. Monolog. Ey, da wäre auf jeden Fall. Wär der krasser. Du wärst Mobbing sauer, wenn der du der Zweitplatzierte wärst. Nee. Zweitplatzierte ist Nils. Ja. Ja, auf jeden du Fall. Du unterschätzt deine Möglichkeiten, mein Lieber. Ja. So. Okay, wir spielen heute Geist. Geist ist ein super einfaches Wortschatzspiel. Das heißt, wir müssen ein möglichst langes Wort bilden. Und dazu wird reihum immer ein Buchstabe gesagt. Und sobald es aber der Fall eingetreten ist, dass ein Wort abgeschlossen ist, wird demjenigen, der Person, die als letztes einen Buchstaben gesagt hat, einen Punkt abgezogen. Wenn man 3 Punkte verloren hat, ist man Geist, wird man am Tisch ignoriert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man blufft, wenn man weiß, okay, ein Wort ist abgeschlossen, also sage ich irgendwie V. Und wenn das durchgeht, hat man Glück gehabt, oder es wird halt angezweifelt und dann kann man kein logisches Wort vorweisen und dann fällt man natürlich. Logisches Wort heißt Wort im Duden. Wort im Duden. Weil ich habe den komplett abgespeichert. Ich weiß jedes Wort im Duden. Ja, ja, ich auch. Also. Ja. Wort im deutschen Duden. Wir zählen auch keine englischen Wörter. Es sei denn, sie sind im Duden. Ja, okay. Ja, müssen wir dann im Zweifel nachgucken. Aber gut, dass du den Duden im Kopf hast. Naja, sowas wie cool ist ja wohl im Duden drin, ne? Das ist korrekt. Kommt drauf an, in der Edition von 57. Nein, ist nicht drin. Aktuelle Version. Ja, und als Beispiel zum Beispiel, wenn jemand als letztes Wort sagt, am Anfang hat jemand K, R, A und dann sagt jemand N und dann sagt einer Stopp, das ist doch ein Wort und du sagst, hör, ich habe an Kran nicht gedacht. Gilt es natürlich nicht, weil Kran ist schon ein fertiges Wort. Und Krane? Das ist, steht nicht im Duden, auch wenn ich es natürlich. Was doch, stimmt, steht im Duden, weil es ja die Mehrzahl von steht Kran. Steht nicht mal auf Wikipedia. Doch, ist es die Mehrzahl von Kran? Ist eine gute Frage. Das heißt, wenn Kran wäre, du dann eh sagst und dann Etienne anzweifelt, dann wäre es dann. Kran? Dann wäre es wär vorbei, weil Kran schon vorher gegolten hätte. Also aber es muss gecrawlt werden. Mit Namen? Keine Namen. Keine Namen. Also kein Fabian, kein Krane. Ja. Und auch kein Fabian Krane. Ich fange einfach mal an. Wie geht's rum? So rum? Ja, Uhrzeigersinn. Ach toll, hast du mir gleich direkt das ganz was Neues. Ich habe noch nie gehört, Uhrzeigersinn. Ich fange an mit F. Moment, der Uhrzeigersinn wäre. Ja. Bist du jetzt gesagt? Ach so. Ja, doch, nee, dann ist Colin dran. F. F. I. R. Wie lange hat man denn Zeit eigentlich zu überlegen? So 10 Sekunden, würde ich sagen. M. U. Hast du gesagt? U. N.
Firm. Egal, was machst du denn? Matthias ist an. Geh? Das ist ja, ein Wort, das ist, ein Wort. Was? Firmung? Ach so, ja, klar. Firmung, ja. Firmung. Was ist für ein Wort? Ja, die Firmung. Die Firmung. Was ist das? Kennst du nicht, kenn ich auch nicht. Ja. Also, das ist gefirmt. So wie die Konfirmation bei den Protestanten, gibt es die Firmung bei den Katholiken. Bei den Katholiken. Dann müsst ihr alle eine GmbH gründen oder was? Firmung. Stark, stark. Doch. Nur für die, die zuerst mal geht. Zuschauen. Ich war dann irgendwie, ich wollte irgendwie auf Firmen Ungleichgewicht und dann, aber das. Aber wäre ja, Firm, ja. Firm nicht schon? Firm war schon ich habe überlegt, ob Firm ist doch ein Wort, oder? Das ist ein firmer Handdruck. Ich glaube, ein Firm ist doch kein Wort. Ich glaube schon. Ich glaube du bist auch. Recht guck mal firm Duden, in dieser Disziplin. Ja. Duden 57 Firm. Das steht drin, ja. Mhm. Ich hatte eigentlich gedacht, ich aber es hat keiner von uns gecallt. Also ja. Nochmal fürs Protokoll. Das Callen, wenn ein Wort wie Firm dasteht. Muss vom Nächsten gecallt werden. Und darf aber von allen gecallt werden. Darf von allen gecallt werden oder nur vom Nächsten? Von allen. Von allen. Okay. Okay. Dann, also, wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn man jetzt sagt Lock und alle denken, ja, ist doch ein Wort. Das müssen sie ja alle callen. Aber wenn es keiner callt, geht's halt durch. Okay, ne? Aber dann trotzdem hat Matthias jetzt einen Punkt verloren. Ja, Leben. Nur noch zwei Leben. Okay. Ich merke das schon. Und dafür darf er anfangen. Ah. Das ist ein sehr schweres Anfangswort. Es gibt sehr viele Buchstaben, die jetzt schon ein Wort bilden. A. Er ist dran. Ich bin dran. Was? Ich call's. Ah, sorry. Ist A-A ist ein Wort. A-A ist ein Wort. Die A ist ein Fluss, der durch Ibbenbüren fließt und im A... Ja, scheiße gelaufen. Da bin ich jetzt aber. Scheiße gelaufen. Google A-Fluss. Tut mir leid. Also ich kenne die A nachgedacht. Mit A-H-R. Also die kenne ja, nee, es gibt die A, A-A. Wie gesagt, Flüsschen und A-See ist der See, in dem es A-A. A-A. Die A. A-A. Entschuldigung. Du kannst auch A-See googeln, dann kriegst du vielleicht mehr Ergebnisse. Weil das nee, natürlich ich gucke jetzt. Ach so, der A-See ist ja in Münster. In Büren. Den gibt es auch da, genau. Das ist was anderes. Büren gibt es den A-See mit Doppel-A. Ah, das. Was ist das denn? Ja, ja, warte. A-A. Kindersprache. Da steht Kindersprache. Ja, für AA. Aber das wäre ja Name. Wir haben ja gesagt, Namen gelten nicht. Boah, ja, aber wenn ich jetzt sagst, Münster ist auch ein Name, weil es ein Stammname ist. Das ja, aber wir haben eben noch gefragt, ja, okay, ob Namen okay. zählen. Also Namen zählen ganz allgemein. Dann reden wir von Firmennamen, Städtenamen, Menschennamen. Flüsse. Ist dann zum Beispiel... Flüsse, Kilimanjaro ist dann auch... ja? Ist auch ein Name? Ist dann Malaya? Schraubenzieher... Name für ein Werkzeug? Naja, come on. Also ein Flussname ist Name. Wir haben eben gesagt, Namen zählen nicht. Das hast du explizit gefragt. Jetzt callst du es, also würde ich sagen, Leben verloren. Selber schuld. Oh. Naja, das ist eine kollektive Entscheidung. Wenn wir da die Whole Nine Yards gehen, wissen wir alle, was das bedeutet. Ne? Namen haben wir eben ausgeschlossen. Warum ist ein Name bei einem Fluss plötzlich ja, kein also Name? Bei den Namen, weil wir natürlich bei den Menschennamen, nicht bei den Fluss- und Bergnamen. Du natürlich auch, das leicht Grinsen in der Mundwinkel outet dich, aber ich bin bereit. Er outet mich nicht, nur weil ich freue mich, weil ich weiß, dass ich recht habe und ich dich Ich genau weiß, wie du eben auch nur an Menschennamen gedacht hast. Das wissen wir alle. Aber ein Aar. Ja, das ist aber der Aar. Das geht nicht um den. Das ist nicht die Frage. Wer ist denn der Aar? Es gibt auch den Aal. Okay. Ja, den Aal gibt's auch. Das ja. Ich lasse mich gerne darauf ein, dass wir noch mal die Runde neu starten. Ja. Ja. Aber jetzt müssen wir klären, ein Flussname ist ein Name oder nicht? Ja. Aber ja? Wie weit geht das? Also da geht es wirklich. Länder, Städte, Flüsse, Menschen. Namen. Ja, lass uns mal kurz überlegen, ob es da Bereiche gibt, in denen wir dann diskutieren werden. Nee, ich bin zwischen Bezeichnung und Name. Ja. Ich bin eigentlich dagegen. Naja, Schraubenzieher ist kein Name. Nein. Wenn der Schraubenzieher Tom heißt, ist es ein Name. Aber Föhn wäre dann jetzt ein Name, weil Föhn ist nur von der Firma. Föhn ist ein Gegenstand. Föhn nee, ein Haartrockner ist Gegenstand. Ist Föhn Gegenstand. Ist der Bezeichnung nur von der Firma Bosch. Och, Leute. Ja, aber da sind wir das. Genau, nee. Da sind wir so. Danke dir. So muss man es nämlich dann schon mit dem. Nur die Firma Bosch darf ihre Haartrockner mit Blick das auf Quatsch. Das ist wie Tempo. Was? Ja. Ist so. Okay, nee, dann nehme ich das alles zurück. Nehme ich alles zurück? Es ist so ich bin gegen Namen, kann man aber so Namen sind Trinkspiel nur Namen von Personen. So. Die sind raus. Die sind raus. So, da bin ich doch dabei. So, das heißt aber, wir machen trotzdem jetzt die Runde neu, weil sonst würde es ja bedeuten, ich hätte zu Recht gecallt. Und Herr ja, Gattin, aber ich finde, wir haben diese Regelfrage jetzt einmal für alle geklärt, noch einmal diese Beispielrunden abgeschlossen. Wir setzen alle Leben wieder auf drei hoch. Nein, pass auf, dann einigen wir uns aber auf Namen für Personen. Ja. Wenn mein Hund wiederum Peter heißt, zählt das natürlich genauso wenig, weil wir jetzt ja gesagt haben,
Ein Hund ist keine Person. Aber das impliziert es, ja? Ja. Okay. Okay. Ich glaube auch. Alles klar, wir legen los. Eddie. Also Föhn steht im Duden. Ja, das schon, aber es ist halt ein Name und keine Bezeichnung für einen Gegenstand. Wenn ich dir sage, gib mir einen Föhn, weißt du nicht, was du für einen Gegenstand geben sollst? Das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Wenn ich die Frage, gib mir ein Tempo, weißt du auch, was du mir geben sollst? Trotzdem ist Tempo die Firma, Tempo. Ja. Na, und wenn du mir dann Haken feucht reichst, nein, ab einer gewissen. Ja, aber das ist rechtlich schwierig. Nee, überhaupt nicht. Das ist keine nicht. Gute Verteidigung. Ah, okay, alles rechtlich klar. Würdest du niemals recht bekommen, wenn sie sagt, sie hat mich mit dem Föhn erschlagen. Ja, sorry, Föhn war es ja, nicht, war ein Hardtrockner. Das heißt, der Streit ging ja nicht, stand nicht die Bezeichnung des Gegenstands oder ob das Name ist, sondern der Tatbestand, dass du mich geworfen hast. Darum geht es. Meint ihr, wir kriegen eine Runde? Dass du mir sagen willst, dass ein Föhn nur ein Name ist und nicht kein Gegenstand. Okay. Ja, aber aber da hat der tägliche Gebrauch hat das Gegenteil bewiesen. Und sowas wird in der Rechtsprechung mit einkalkuliert. Glaub's mir. Und wenn ich sage die A oder der Rhein, sagst du, weißt du auch nicht, dass ich von einem Fluss rede, weil es könnte ja alles sein, weil es ja nur ein Name ist. Die A? Ja, der Fluss A oder der Rhein ist ja auch nur Name. Aber du weißt nicht, wenn ich sage, ich springe in den Rhein, weißt du nicht, was ich meine, weil das ist ja nur ein Name und nicht dagegen. Ihr redet mich ganz schwindelig. Okay. Lass uns doch einfach, wir starten neu die Runde, aber einigen uns darauf, also Namen für Personen, Menschen, Tiere. So Klugscheißer zu das so machen Spiel. Das, also es exkludiert aber eben Städte, Länder, sowas ist nicht drin, aber eben ob ich Hunde, Tiere, Personen, diese Art von Namen, die man Pflanzen? Oh Mann. Okay. Eine Pflanze hat ja kein Ei. Eine Pflanze ist okay. Was ist denn eigentlich mit der Regelung, wenn es im Duden steht? Das ist doch eigentlich das Leichteste. Das kann man auch überprüfen. Da muss man gar nicht jedes Mal diskutieren. Wenn es im Duden steht, steht es im Duden. Wenn es im Duden steht, steht es. Das ist, genau. Es muss im Duden stehen. So. Also sind Namen wieder drin. Ach so. Wieso? Christian steht doch nicht im Duden. Na klar, das Vornamen stehen im Duden. Ja? Na klar. Okay, alles, was im Duden steht, außer Namen? Außer Vor- und Nachnamen. Menschennamen. Menschennamen. Außer Menschennamen. Okay. Dann ist A aber wieder drin, weil es ein Flussname ist. Ja. Okay, aber ist dann Fifi drin, weil es ein Hundename ist? Nein. Fifi ist kein Name. Es ist ja, ganz einfach, ich meine Hund Fifi. Sehr niedrigschwellig. Dann heißt der Hund Fifi. Ist das, ey, mach, was er wollt, ey. Wirklich. Ich möchte ja mal Scrabble mit euch spielen. Also, Namen, die man Tieren oder Menschen geben würde. Fifi, Fifi ist, wäre raus für mich. Oder es steht nicht im Duden. Okay? Ja. Okay. Ja, wir wollen auch nicht bei Nachnamen. Ja, Glatzig, natürlich ist das ein Nachname. Oh, guck mal, was ich hier legen kann. Glatzig für. Ja. Also alles Namen, die man seinem, die man Menschen und Hunden geben würde, sind Schwanz raus. sind raus. Und sonst alles, was im Duden steht. Ist es jetzt für alle klar? Wir versuchen es. Okay, bei Eddie geht's los. Nee, Matthias darf dann noch mal. Okay, dann S. Was hast du gesagt? U. Ah. Habia. Hans-Peter. Hans-Peter. R. Nicht schlecht, jetzt fängt man wirklich. er denkt da an irgendwas, was er mir irgendwo ausgegraben hat, wie die A. Kommt er wieder mit irgendeinem so Moosgebiet? doch, die Sur. Da ist so ein Moosgebiet in den Alpen. B. Callig. Surb? Jetzt ist mir ein Name eingefallen. Surbier, aber. Du hast so bestimmt ein Wort mit Sur. Irgendwie ein Pokémon. Was ist denn Sur? In der Hoffnung, dass ich mich nicht verschrieben habe, geistig. S-U-H-R. Surkamp Verlag? Surkamp? Ja, könnte. Aber das ist doch wieder ein Name. Nee, aber das ist der Name eines Verlages. Ja. Und wir haben gerade. Aber was ist denn Surkamp? Was meinst du, wo der Name herkommt?
Ja, darum geht es ja nicht. Das ist doch das alles kommt mal irgendwo her. Gib mal Duden ein. Es gibt den, aber vielleicht können wir das mal klären, vielleicht bin ich vertan, wer wird ohne H geschrieben. Dann, doch, wird mit H. Sag mal, lass doch mal die Namen oder jetzt weg. Ja, aber dann, wir haben ja gerade uns geeinigt. Das ist doch vom Herr Suhrkamp. Das ist ja auch letztendlich egal, wo es potenziell irgendwann mal herkam. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Aber Suhrkamp ist ein Verlag. Der Suhrkamp Verlag. Ja, aber ist das ein Name, Colin? Ja, aber es ist doch auch, wenn du sagst, Rocket Beans ist auch ein Name. Oh, steht aber nicht im Duden. Ja, ist nicht im Duden. Natürlich Quatsch gewesen, sag ich doch. Ja, hätte ich Colin müssen. Mit Colin kannst du solche Spiele nicht machen. Kann ich vergessen. Wir diskutieren nicht im Duden. Ich sag, ich krieg heute um 23.30 Uhr krieg ich noch WhatsApp-Nachrichten zu dem Thema. Du weißt, dass du sie nicht kriegen wirst. Okay, das bedeutet, es ist ein Name, aber steht nicht im Duden. Was bedeutet das für uns? Er wurde gecallt. Ich bin ja gecallt worden. Ich habe ja deins angenommen. Okay, so. Guck mal, die Pflanze hier, wo dein Band Hahn aussieht. Das ist aber auch das ist eine geile Pflanze. Integriert sich fließend. Das ist mein neues Haarteil. Okay, also zwei. Moment, ich wollte schon zählen, als ich eher sagte. Nächste Diskussion in 3, 2, 1. So, also. Matthias hat ein Leben jetzt verloren, hat noch zwei und ist dran wieder. Okay. K. Muss aufpassen, dass man nicht so diese gefährlichen zwei Buchstabenwörter macht. Du willst auch nur mal K nehmen, oder was? L. K. Ach, Gott, das wisst ihr, warum das ein Trinkspiel ist. Stellt euch vor, alle sind besoffen. Das ist Mischung aus dem Tierclub und du bist hier gerade. Ja, und Prügelei. I. Kli. N. I. Klini. Ist aber schwer, da rauszukommen. Ich wüsste noch was. Ich auch. Kli. Wir sind bei Klini. K-L-I-N. Nee, Clean. Nee, wo sind K-L-I-N. Wir? Achso, K-L. Klini. Klini. Der kleine Freund. Der kleine Klini. Im Haushalt. Klini. Der neue Staubsauberroboter. Ich würde gerne abräumen. Ja, Klini. Danke. Das ist mein Lebenssinn. S. Freulich. Yes! Klinistrator. Dankeschön. Also klinisch hätte mir ja gereicht. Klinisch hätte mir schon gereicht. Klinistrator. Der Regie, bitte einmal. Aber klinisch hätte ja schon gereicht. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt C sagst, muss ich H sagen. Weil dann genau, dann wärst du dabei. Ist anders. Klinistrator. Ja, einmal bitte beim Duden checken. Ich bin sehr gespannt. Was ist das denn? Das ist eine Maschine. Klingt so ein bisschen, das kriegst du nur, wenn du zur Fachbehandlung beim Arzt weitergereicht wirst. Ja, das ist schon der dritte Spezialist auf jeden Fall. Dann kriegst du Kontakt. Dann musst du so ein halbes Jahr auf dem Termin warten. Da haben wir es, Klinistrator. Leider keine Ergebnisse. Leider kein anderes Wort für Administrator steht da. Nein, meinten Sie. Hast du an Klinistrator wirklich gedacht und nicht an klinisch? Nur mal. Ja, wenn ich an klinisch gedacht hätte, hätte ich natürlich klinisch gesagt. Ja, du musstest ja nur einen Buchstaben sagen. Ja, aber dann habe ich nicht dran gedacht. Du hast echt an Klinistrator gedacht. Ich habe an nichts gedacht. Ich dachte mit S. Also habt ihr hier alles richtig gemacht? Mit S dachte ich, kriege ich ihn vielleicht noch dazu, dass er called. Aber hat nicht geklappt. Also habe ich 2, 2, 3, 3. Ich darf anfangen. B. Nee, Matthias hat nur noch einen. Nee, der erste haben wir ja noch mal okay. Wir haben ja neu gestartet. Okay. B. I. R. A. T. U. N. Sehr schwer, dass ich nicht call.
Also aufs Glück setzen. Ja, vielleicht gibt es ja die Beratune. Berattunnel. Ja. Oder so. Berat. K? Beratung. Nein, das brauche ich. Das gibt es nicht. Die Beratunke? Die wohnt im. Die Bratunke gibt es vielleicht. Beratung. Beratung. Ja, muss ja schon richtig. Was sagt dein Duden? Mein Duden sagt, oh, ist meiner sagt auch, schwierig. Da sind vielleicht zwei Seiten zusammengeklebt, ja. Wo es vielleicht. Oh, was Besonderes. Versuchen wir es. Anregendes drin stand. Nur noch ein Leben. Die Beratunke mit Bild. Hey, Matthias hat nur noch ein Leben. Vergessen gereiten. Ja, okay. Darf aber anfangen. Z. Du wärst fast vorbei gewesen. Oh. Warum lachst du so? Ich bin gespannt, was du draus machst aus Z-O. L. Oh, stark. Gut gerettet. Okay, jetzt wird's schwer. Oh. Solitär. Oh, fuck. Vielleicht gibt's da sogar was. Find's bestimmt einen Fluss. Zollen. Freilich an der Zollen. Ehrlich. Hat einer von euch was? Nee. Ihr könnt euch ehrlich sein. Nee. Ja. Lieber sehend ins Schwert laufen, als irgendeine ominöse Nebelrakete zünden. Nix. Ich sag natürlich Zol. U. Zolu. Zolu. Da würde ich das Wort jetzt aber doch gerne wissen. Das ist, ja, die Zolu. Die Zolu? Die Zolu, ja. Nein, natürlich nicht. Ja, es ist. Aber wir können mal gucken, ob sie Zolu im Duden wird. Zolu wird's nicht. Aber Zola wäre gegangen. Wow. Was wäre denn Zola? Klick mal bitte einmal auf Zola, lieber Zola. Regie. Zola hätte ich aber auch gecallt. Klingt wie so eine Stimmt, hättest du auch ge- Wie ja. bei Zelda. Emil Zola ist der Name. Aber das es Name. Ist ein Name. Ne? Ah, ja, okay. Nee, das zählt nicht. Das zählt leider ja, nicht. Ja, für Potzoll sind wir halt falsch abgebogen. Beim ersten Buchstaben schon. Aber die Bratunke gab's nicht, ne? Die habt ihr auch gegoogelt. Bratunke, aber je öfter ich höre, desto mehr bin ich der Meinung, sollte sie geben. Ich finde auch. Beratunke. Ich nehme einmal Beratunke. Eine Wurst und zwei Bratunke. Köstlichkeit aus dem die Beratunke. Ja. Ja, die Bera ist der Name. Das ist wieder beim Schnitzel, Spätzle, Beratunke. Bera, Bratunke. Da fehlt da, aber ja. Ja, es ist schon okay. Okay, Colin, du darfst anfangen. Okay, verdammte Tat. Jetzt muss ich dich auf jeden Fall. Du hast zwei Leben. Ja. Wie viel hast du noch? Drei. Ja, ja. Ja, aber drei. Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall. Die Sendung ist Wer von euch hat denn jetzt eins verloren gehabt vorhin? Niemand. Einer von euch hatte eins verloren. Ich muss einfach klinisch. Klinistrator, wer von euch hat da jetzt ja, eins Eddie, verloren? Ja, Eddie. Ja, also ja, hier, ne? Eddie hat auch nur noch zwei. Plötzlich drei Leben wieder. Ja, okay. Stimmt. Ja, gut, dann habe ich auch nur noch okay, zwei. Okay, wir sind uns aber einig, man, es darf nicht. Es darf nicht zweimal dieselbe Taktik gefahren werden. Ne? Ich frage nur für einen Freund. Willst du nochmal die gleichen ja. Buchstaben nehmen? Nee. Zum Beispiel. Nein, auch nicht das direkt hintereinander nicht. Denselben Start. Leg doch auch mal an die oder? Zuschauer. Wollen wir aber auch nicht. Also jetzt noch ein Z-Wort machen wir auch nicht, ne? Nein. Okay. 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 Und ein bisschen schneller antworten, damit wir wissen, ja, 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 ja. Dann nicht immer dieses Wort dann. Cool wäre das, wenn man den noch einbringt für die Wörter. Ich fange einfach ganz simpel an. Mhm. Nochmal. Mit einem wunderschönen Buchstaben namens G. E. Die Call. Ja. M, die Martha. Ü. Er überlegt jetzt, ob das nicht UE sein muss. Ah, jetzt haut er mich wieder rein. Wir haben nicht gesagt, dass Umlaute. Oder auch nicht. Was du sagst, Gemü, ne? Nö, da gibt's noch einiges.
kommt man noch raus. Kommt drauf an, was man ja, aber ich mache trotzdem natürlich das naheliegende. S. Ja. Gemischtwarenladen. Gefällt mir. Hier nur zu bedenken, wenn er jetzt falsch liegt, ist er Geist. Wenn er dann direkt anfängt zu diskutieren, dürfen wir schon nicht drauf eingehen. Ey, ich habe das 3 Jahre bei Game 2, habe ich ihn ignoriert. Ja. S. Ja. Müssen wir den Duden bemühen? Gemüss. Da würde ich callen. Okay. Aber Gemüs. Was? Kann man auch Gemüsse? Wir gucken mal aufs Ergebnis. Gemüs. Erst wenn es offiziell das Leben abgezogen ist, ist er wirklich Gemüse, sage ich auch. Gemüse, sagt er. Gemüs. Gemüsse. Nein, Doppel. Gemüse. Du hast auch. Hä? Hast du nicht gerade E gesagt? Nein, ich habe S. Ich habe zweites Gemüs. S genommen und würde daraus Gemüsse machen. Aber ja. Ich glaube, das nee, da sehen wir es. Also, Punktabzug. Matthias ist ein Geist. Aber Gemüsse, finde ich, sollte trotzdem. So. Schönes Wort, ja. Ein absoluter Gemüs. Und das Schöne war. Bist du auf mich eingegangen, hast ein Leben verloren. Du hast gerade ein Leben verloren. Ich hab sogar eben noch gesagt. Du bist auf mich eingegangen. Vielen Dank. Also, reagier gerne nochmal. Du hast eben Leben verloren. Ich bin Geist. Boah, ihr seid ich meine Leben verloren Ficker, ey, ihr wollt immer noch einen Arsch Ficker, ey. Ich hab eben noch gesagt, ich hab gesagt, sobald offiziell, dass er den Punkt abgezogen ist, nicht mehr auf ihn eingehen. Das Erste, was du machst, auf ihn. Ja, hab ich nicht gehört. So, du hast jetzt noch einen. Ja. Fabian hat das gesagt, oder? So. Das weiß ich nicht mehr. Punktabzug. Sag mal, seid ihr dumm? Sag mal, seid ihr wirklich, jetzt bist du auch auf ihn eingegangen. Nein. Ey, die sind halt nicht alle so klug wie du. Also du hast gerade einen Punkt verloren. Du hast gerade einen Punkt verloren. Warum? Ja, weil du auf mich reagiert. Auf Matthias reagiert hast. Wie, ich habe auf Matthias reagiert? Ich habe eine Frage gestellt, du hast beantwortet. Er hat eine Frage gestellt und du bist drauf eingegangen. Ja. Aber warum ist das ein Punktabzug? Das ist doch nicht Teil. Weil er Geist ist. Das Spiel heißt Geist. Ah, Mann. Ja, du hast die Regeln erklärt. Ich habe den Punkt auch nicht mitbekommen. Ich habe ja auch schon ein Leben verloren. Seid ihr alle? Also in diesem Spiel gemacht haben. Ja, doch, du hast recht. So, wie steht's denn? 2-2-2-1. 2-2-1. Er hat erst ein Leben. Ja, er hat erst ein. Fabian, du hast ein 2? 2-2-1. So, ich mach den ersten Buchstaben. Was? L. L. So wie Lauschangriff. L, okay. Lell. Ja. Das, was nach K kommt. A. La. Z. A. Latz. 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 Hatz. Ah. Keiner hört auf mich. E. Laser wird mit S geschrieben. call ich. Was? Lazarett? Lazarett, ja, deswegen sag ich A die ganze Zeit. Wie schreibt man Lazarett? Mit A. Das Lazarett? Was call, du. Ja, was ist denn Wort? Latze. Latze, guck mal, wie man Lazarett schreibt. Schreibt man das Lazarett? Ja. Scheiße. Punktabzug für die TNGD. 1-2-1, so steht's am Tisch. Nächste Runde macht alles frisch. Also was hast du denn gedacht? Ja, natürlich Lazarett. Ich wäre vielleicht noch abgebogen, je nach Rechnung, zwischen Lazarus, hätte aber nicht gegolten. Du hast, deswegen wäre ich bei Lazarett. Warte, wir waren L-A-Z. Ja. Ich hab E gesagt. Genau. Ja. Ich hätte A sagen müssen. Ja. Korrekt. Das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Du bist halt offiziell ein bisschen bescheuert. Gucken wir mal, vielleicht gibt's, manchmal gibt's 2 Schreibweisen. Nein, wir haben doch schon geguckt. Hat das schon. Lazarett. Ja. Ja, meinten Sie Lazarett? Okay, dann habe ich nur noch einen. Jesus, 2-1. Jesus von Lazarett. Okay, aber ich darf wieder anfangen. M. Ah. R. Z. Sind jetzt Monatsnamen auch? Korlig. Marzipan. Ey, das hast du original vor 5 Jahren in dem Video schon gesagt. Ja? Ja. Sehr gut. Ich hab das eben schon mal nachgeguckt. Ich hab auch fällst du schon wieder drauf. Ja, das stimmt. Okay. Okay, jetzt haben wir alle nur noch eins. Sehr gut. Okay. Du darfst anfangen.
Wunderschön. O. B. K. OBK ergibt auch keinen Sinn. OK. Ja, AOK ist doch schon. Ja, das müsste im Duden stehen. Ja. Ich finde es auch schwierig. Auch auf die Gefallen, dass ich jetzt gleich eine Diskussion habe. Ich will pokern oder was? Aber okay ist doch ein Wort im Duden. Okay, bitte einmal checken. Willst du es callen? Callen gerade? Ich habe aber nicht gesagt, ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich okay sage. Ich denke noch ein ganz anderes Wort. Aber ja, aber OK ist ein Wort. Wenn ich jetzt OK im Duden finde. Okay, stimmt. Stimmt. Da okay. Haben wir gedacht, das könnte also man. Es könnte sein, dass er nur okay mit OKAY steht. Ja. Aber wir werden es gleich mal gucken. Stimmt, OK könnte natürlich sein. Ja, da ist es. Mein Fehler. Dumm. Okay, er ist Geist, nicht mehr drauf eingehen. Mhm. Nur noch wir zwei. Mhm. Aber jetzt ich jetzt in der Reihe. Ja. Möchte noch irgendwas trinken, jemand von euch? Ich mache P. Das Wasser da, dann würde ich da ein bisschen was. Ja. Ach, wie dumpf. Oh. Das war ein mutig gepokert. Ja, call ich. Shit! Ich hab gewonnen. Ich hab mir auch. Hatte ich schon. P.O. Ja, ist wie beim OK. Ja, ja, das ging jetzt aber schnell. Bede, mit einem Finger hieltest du dich noch im Spiel. Und er hat ausgereicht. Mit welchem Selbstvertrauen du auch O gesagt hast. Ja, Mann. Ich sag O. Oh, shit. Okay. Komm, wir schaffen noch eine Runde. Ich will aber was. Jetzt will ich was zu trinken. Okay, das war jetzt die. Aber wir machen noch eine Runde. Ja, ja. Das war jetzt die Einsteigerrunde. Jetzt wissen wir alle, wie es funktioniert. So ein bisschen. Also es war nicht so leicht, Matthias zu ignorieren. Also nochmal fürs Protokoll. Die Geistrunde startet in dem Moment, wo offiziell der Punkt gegeben wurde. Und der Geist. Leben ist weg, du bist Geist. Alles klar. Okay. wer hat eben angefangen? Glaube ich, ja. Dann fängt jetzt jemand an. Der Gewinner an. Okay, dann fange ich an und sage, aber jetzt dürfen wir wieder alle Buchstaben benutzen. Ja. Alle Buchstaben sind Z. Wirklich? Ja. Tu es nicht. Ja? Okay. Es gibt ja noch einen zweiten Buchstaben. Dürfen sich, aber nochmal Wörter, wir wollen keine Wörter aus der Runde wieder nehmen. Was? W. Wie ist es denn bei Abkürzungen? Weil ZB wäre ja irgendwie okay, wahrscheinlich auch im. Boah, schwierig. Okay ist ja gar kein Eigenwort. Aber ZB wäre kein Wort. Ja, okay, ist denn eine Abkürzung für Was hast du gesagt? AY, ne? W. E. Was? E. E. C. Was? C. Oh, diese Richtung. Es wäre in jedem Fall, glaube ich. Ist gut. Gut. Es gibt so viele Buchstaben, die auf dem C in der deutschen Sprache. Natürlich. Kommt sehr viel, ja. H. Alle Möglichkeiten. Was soll das für ein Wort sein? Also callst du? Ja. Das Zwerchfell. Stark, stark. Stark. Leider fehlt dann R. Ja, genau. Ja. Gibt es was mit Zwech? Der Zwechheidel. Die mit der Zwechheidel. Zwechung. Zwech. Meintest du Zweck? Ja. Ich hatte gehofft, dass du auf Zwerg gehst. Dann hättest du es noch, genau. Okay, ich habe nur noch zwei Leben. Ich fange wieder an, dann mache ich J. Oh. Was hast du gesagt? Hast du schon was gesagt? Oh. Oh. Jo. Jo. Oh, oh. Er will wieder callen. Wie du kommst gerade. K. K. J, O. Ne, war deins? Mhm. K. E. Joke? Ein englisches Wort, das steht nicht im Duden. Bist du dir das sicher? Ziemlich sicher. Würde mich sehr wundern, wenn Joke im Duden steht. Also willst du es callen? Wir sind gerade bei J, O, K, E. Genau. Hast du gesagt. Und du bist jetzt. Thank you.
Ich call Joke, weil bevor ich den Joker nehme, ja, ich glaub, was ja nichts Joke anderes ist als Joke. Mit Joke steht. Was? Mhm. Ja, wenn Joker drin steht, muss auch Joke steht, echt? Ja, ja, bestimmt nicht in Edition von 57, nee, aber irgendwie so nicht. Ja, die habe ich halt noch gespeichert. Oder so ist es. Okay, 2-2, 3-3. Mats ist dran. N. Nordpol. Man muss echt aufpassen bei diesen zwei ja, Wörter-Dingern. Ja. Gleich, ja, du bist raus. I. Immer noch, auf jeden Fall noch eine Drunk Edition dafür. N. Was du sagst? N. N. Nordpol oder Martha? Nordpol. Min. Wir wissen beide, woran du denkst. Wir wissen alle, woran er denkt. Ja, dann mach doch. Aber das akzeptieren wir ja, ne? Ich weiß, woran du denkst, dass er denkt, aber daran denkt er nicht. Ja, glaubst du, er denkt an was anderes, an das du auch denkst, aber ich gerade nicht? Doch, ich denk daran. Ich denk daran. Keine Sorge. Lass kurz nachdenken. Er denkt noch was. Komm. Was hast du gesagt? Wo sind wir? N-I-N. N-I-N. So, warst du kurz, scheiße. Kurz für deine Steuererklärung, oder? Ich hatte gerade, ich dachte, ich hab's. Ich hab's so vergessen. Mhm. Ja, mach, zieh's halt durch. T. An welches Wort denkst du denn? Ich calle. Keine Ahnung. Was? Mint? Ja, woran? An das wir alle denken? Nee, ich habe an Ninja gedacht. Echt? Du denkst an Nintendo. Ah, ja, klar. Ja. Aber Nintendo ist ein Name. Ja, aber nein. Da war ich ganz ein Guck mal, ob Ninja, ich habe Ninja gedacht. Nintendo gehört. Ist kein Name. Ist kein, das steht für irgendwas zusammengesetzt. Ja. Ist, ne? So wie Sega. Ist Nintendo ist kein Name. Guck mal, ob Nintendo im Duden steht. Bin ich jetzt wieder bei den Namen, Firmennamen und so weiter? Ja, steht nicht im Duden, ist ja auch Quatsch. Ja, aber Moment, nochmal. Das ist ja egal. Nintendo ist kein Menschenname. Genau. Und es ist ein Name. Genau, ja, es wäre ein Name. Also das ist scheißegal, ob das im Duden steht. Nein, das ist die Regel, ob es im Duden steht. Im Duden muss es natürlich zum 100.000 Mal, entweder steht im Duden oder nicht. Jetzt halte ich doch mal dran. Wenn es im Duden gestanden hätte, dann wäre es natürlich. Okay. Du hättest einfach J sagen können, ja, aber dann hättest du noch mit den Jitsu weitermachen können. Das stimmt, aber da war ich war mit dem Kopf gar nicht. Ich war nur bei Nintendo. Aber bei J wäre ich vielleicht wieder drauf gekommen. Ja, okay. Ich darf anfangen. Ich glaube, ich hätte den Jago gesagt. 2-2. 3-2. Du hast 3? 2-2-3-2. Ja, ach so, ja, genau. Okay, machen wir es doch mal. Ich habe 3. Ja, gut. Ich rechne nicht durch. X. Wir kennen doch alle nur ein Wort mit X. Ja, soll mal gucken, wo es landet. Und überleg gerade noch, aber wie waren wir jetzt bei Namen? Ich habe schon ausgerechnet. Das ist schlecht für dich. Ja? Ja. Y. L. Neue oder alte Rechtschreibung? O. P. H. O. Hättest du es auch mit F machen können. Ja. Dann hättest du bei E gelandet. Ja, gibt es eine neue Rechtschreibung? Call ich bei dir. Echt, ohne Witz? Callst du? Ja. Okay, Xylophon, gucken wir, wie es geschrieben wird. Vielleicht hast du Glück und nach neuer deutscher Rechtschreibung. Also nach neuer ist es, glaube ich, mit F in der Tat. Ja, bin ich gespannt. Xylophon. Aber wenn nicht beides im Duden steht, dann... Es würde mich sehr wundern. Ich weiß nicht, ob Delfin könnte, glaube ich, auch noch beides drinstehen. So, weißt du, also... Xylophon. Wird korrigiert. Ja, guck, beides. Siehst du? Ja, ja, klar. Deswegen. Es wäre auch Quatsch, wenn etwas, was mal richtig war, plötzlich nicht mehr korrekt ist. Okay, damit haben wir alle zwei. Ja, ja. Und Fabian ist dran.
Ja. Ich hab's nicht durchgerechnet. Einfach mal, komm, wir werfen mal die Bitte. Mal gucken, was passiert. Ich überlege, gibt's noch ein anderes Wort, was man mit X am Anfang. Ja. Ich war noch bei Xanten und sowas, aber das sind wieder Ortsnamen. Xanten. Aber Ortsnamen haben wir ja drin, ne? Sind die drin gewesen? Ja. Aber ich bin jetzt wenn sie in Duden stehen, ja. D. D? Mhm. Der Duden muss auch für ein Lexikon sein, ganz ehrlich. D. Oh. Oh. Do-o-o. Also D-o-o. Mhm. Gönn dir. Ich weiß nicht, an was du denkst, ey. Do? Genau, das fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Ich glaube auch gleich. 3, 2, 1. Doom. Door. Das ist Englisch. Ja, eben. Ein deutsches Wort mit D-O-O. Ja, also schwer. Ich glaube, es gibt leider auch. Ich kenne nur eins. Mhm. Ich kenne nicht mal eins offensichtlich. Auch gleich schon. Kannst du ja callen. Du. 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 Ich komme nicht drauf. Was? Doof. Scheiße, ey. Das glaube ich das Einzige. Ja. Und auch das bin ich nicht. Gibt es noch ein anderes mit D-O-O? Dol, Dom, Doof. Ich habe an das Dorf gedacht, übrigens beim Abschicken. Ah. Gar nicht an doof. Mhm. Und deswegen war das sehr. Doof. Ja, aber ist ja klar, nach zwei Buchstaben. Das haben wir Do. Dodeln. Doomsday. Dodeln gilt. Dorman, Dordel, Doring. Doofheit. Doofheit. Ja, gut, da wäre es ja also mit schon ja, Doofkopf. Doof. Alles, was mit doof echt? Ist, kannst ist ja aber schon also Dorman. Kannst du das bitte mal anklicken? Das ist bestimmt mittlerweile eingedeutscht so als Berufsbezeichnung, so wie Facility Manager oder so. Tatsächlich. Ja. Krass. Ja, das ist nämlich, manche englische Wörter sind in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Hm, nicht schlecht. Okay, ich habe noch einen, ihr habt alle zwei. 1, 2, 2, genau, ja. Ich fange an mit E. Oh, Vokalstart. Das ist schwierig. Das ist immer. Mal aufpassen. S. Dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Möchtest du es? Holle dich. Ja. Digga. S. S. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Er, sie, es. Ach, scheiße. Dicker. Jesus Christ, gerade. Stephen Kings. Aber das ist ein riesen Gefahr. Digga, du bist schön leise gerade. Okay? Also wirklich, du hattest jeden Buchstaben hättest du nehmen können. Aber nein, gut. 1, 1, 2, 2. Du darfst dafür anfangen. Mm. Schön. Hatten wir L schon? L. L? Mhm. U. N. G. Also da geht auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas geht. Ich call's einfach mal. Lunge. Im Sinne von, das war schon Mord. Lung. Ja. Ja, ja. Hm. Einmal den Duden-Check. Nochmal, ja. Lung. Ja. Besser als. Ja. Ja, aber was hast du gecallt? Dann hättest du ja sagen müssen. Lung ist bereits ein Wort. Lung ist bereits Lung. Ein Wort. Ja, das sage ich ja. Lung ist bereits ein Wort. Okay. Ja, dann sag das aus. Ich bin gespannt. L-U-N-G wird gecheckt gerade. In der Regie. Lunge. Nee.
Damit. Wie viel hatten wir? 2, 1, 1, damit ist er Geist. Mhm. Also ignorieren wir das. Also bin ich raus. 2, 1, 2. Wer fängt jetzt an? Du bist. Ich darf anfangen? Ja. Okay. W. Wer soll da denn drauf kommen? Denk scharf nach hinten, ne? Ha. Wenn man geistig so in bestimmten Gruppen ist und da kommt ein Buchstabe, den du noch überhaupt nicht, den du erstmal komplett neu einsortieren musst, ja. Ein R vielleicht? Mm. Ja, sag R. Wie lange willst du denn jetzt noch? Colin? Wie viel Leben? Du müsstest langsam eine Antwort geben. Colin? Du hast noch eins? Eins. Der überlegt ganz schön lang, ne? Oder? W-A-H, ne? Mhm. Ah, das ist fies. Das ist wirklich fies. Es gibt so schöne Worte, die mit W-A-H anfangen, aber leider. Ich hab's gleich. Hast du es gleich? Ich hab's gleich. Hast du auf meine Frage geantwortet? Du hast es gleich, oder? Was denkst du, Eder? Was denkst du? Du hast was, sonst würdest du niemals dieses Wagnis eingehen. So, jetzt musst du aber mal was sagen. So, 10 Sekunden, Colin, komm. Jetzt aber. Ja. Ich calle, das Wort gibt's nicht. Wahn. Hätte auch Wahl sagen können. Oder Wahrheit. Hä? Oder du sagst, Wahr gibt's schon als Wort. Wahr gibt's schon als Wort, ja klar. Wir sind bei W-A-H. Ja. Wenn ich wahr sage, bin ich raus. Ja. Korrekt. Wenn ich Wahl sage, bin ich so raus. Ja. Wo wäre ich nicht raus? Weiß ich nicht. Du bist überall raus. Das ist ja das Ding. Das Einzige, was du noch machen könntest, ist sagen, dass W-A-H bereits ein Wort ist. Ja, ich sag ja, ich call ihn. Genau. Deswegen. W-A-H, okay. Ich möchte W-A-H checken. Mir kommt ach so, W-A-H. Okay, wir checken ja. W-A-H. Zweifel ist. Wah. Ausruf der Wähe. Das hätte ich auch gewusst, ja. So, damit das ist, also nochmal ganz kurz. Es war ein Wort. Nein. Nein. Hä? Nein, nein. Das war kein Wort. Also verlierst du den Punkt? Du verlierst den Punkt, Alter. Du hättest nur noch ein Wort machen können. Du verlierst den Punkt. Ich habe aber an ein legites Wort gedacht. An welches Wort denn? Wahn. Ach so, ja, alles klar. Ja, ja, ich musste kurz, ich bin noch, ja. Okay, okay. Ja. 2, 1, 1, richtig? Yes. Ja. Du darfst anfangen. Machen wir uns ja spannend halten. Ich beginne mit dem wunderschönen Buchstaben, den wir, glaube ich, noch gar nicht hatten. Hm. S. T. R. Treuer. Kommst du ins Grübeln, was? Nö, ich überlege, was ist besser. Ah! Was? Du hast einen Punkt verloren. Ja, du bist Geist. Das war eigentlich keine Reaktion, es war lautes Denken. Nein! Das ist eine Reaktion. Okay. Auf ihn. Okay. Damit sind nur noch geht's wir jetzt zwei. Weiter? Fair enough. Nur noch wir zwei. Geht's jetzt mit dem Wort weiter oder fange ich neu an? Du fängst neu an. Okay, zu zweit. B. Ganz schlechter Start. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast. B ist ganz schlimm. I. Hm. T.
Pokale. Immer gut. Hast du es schon gesehen? Matthias hat ein bisschen Mittagessen noch zwischen den Zähnen. Hast du jetzt U gesagt? Petersilie. Nee. Achso, okay. Das war ein. Oh, ich hätte fast einen Fehler gemacht. Pass auf, genau, wo jetzt den Daumen. Yeah. Ein bisschen Grünkraut vom Mittag. Ja, exakt da, wo er gerade uns das gezeigt hat, weil er schon gehört, Falafel gegessen gesagt habe. Petersilie dazwischen. L. Wie L? L? Warum ist deine Hose nass, Eddie? Du hast es gesehen, ich hab's gerochen. Da ist ein riesen Fleck. B, L wäre natürlich ein bisschen billig, ne? Vielleicht auch, ne? Ja. B, das ein bisschen billo. B, I, L. Auch keine gute Bilanz. Nee. Aber wissen Sie eh nicht, wie es geschrieben wird. Ja. Das ist das Problem. Ich weiß gerade nicht, wie Bilanz geschrieben wird. Mit S wahrscheinlich am Ende. Ja. Oder mit TS. Bilanz. Markus kommt wieder zurück. Bilanz quasi, ne? Ja. Schon ein bisschen ärgerlich, dass ich gerade von dir. Ja. Das wirklich, ich war kurz noch auf der Straße des Erfolgs und wollte ab an Streamen gedacht. Und das Wort Streamen, da wollte ich mit weitermachen. Mit I hätte ich gesagt. Und da habe ich dummerweise. Aber du weißt ja, Sekunde, dass englische Wörter sind nicht erlaubt. Ja, streamen, die streamen. Ah. Deswegen. N. Wie Lamm. Ich bin mal gespannt. Wie Lamm. Bin ich sehr gespannt. Wie Lamm. Wie Lamm. Wie Lamm. Auf ich nicht verrechnet. Wie Lamm. Wenn ich Ede wäre, würde ich jetzt knallhart. Würde ich jetzt. Wie Lamm. Das ist ein total dummes Wort. Wie Lamm. Gibt's nicht. Er denkt an den Bilamographen. Ja. Und dann G. Und einen großen. Das call ich. Bilangual. Ja, okay, bilingual wäre das Richtige gewesen. Damit hat Matthias gewonnen und kommt leider gar nicht mehr in den Genuss des Geistes zu sein. Das war schön. Erste Runde verloren, zweite gewonnen. Ja. Billig wäre auch zu mir gekommen, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Bilanz billig. Bill? Bill. Ja, Bill im Sinne von. Moment, Bill im Sinne von der Name? B-I-L. Ja, ja, aber Bill als Rechnung oder was? Gibt's Bill im. Oder wo nee. Er jetzt steht? Nee, ich nicht. Aber du hättest Billstedt sagen können. Ja, aber B-I-L-L wäre ja noch nicht gecallt. Nee, richtig, aber dann hätte ich I genommen und dann wäre er wieder dran gewesen mit Billy. Ach. Und das war das, ging ja immer weiter und alle Wörter sind so aufgegangen, dass er ran raus. Billy the Kid. Aber G. Aber war schön. War schön, ja, Spaß gemacht. Das ist also ein sehr lustiges Spiel. Und das Gute ist, ihr braucht dafür nichts. Gut, ihr braucht Freunde, das wird für viele von euch das Schwerste sein. Ey. Aber was denn? Und einen Duden, im besten Falle. Hab den Duden, ja. Duden. Griffbereit. Die Regeln haben wir in Echtzeit geklärt. wo wir schon beim Thema sind. Liebe Marketingabteilung von Duden, falls ihr dieses Video irgendwie in die Hände bekommt, wir würden das Spiel auch nochmal spielen. Ja, das ist richtig. Stell dir mal vor, wir hätten hier händische Duden. Ja. Und da hinten so ein Duden-Banner. Das man kriegt Punkte, wer es zuerst nachgeschlagen hat. Ja. Ich würde mir sogar eine schlaue Brille aufsetzen. Mhm. Hier. Ja? Let's go, Duden. Let's go, Duden. Ist Duden. Wofür steht eigentlich Duden? Konrad Duden. Wirklich? Ja. Also Name. Ja. Mhm. Aber steht Duden im Duden? Höchstwahrscheinlich. Und nur weil der, was hat der gemacht? Wörter was zusammen? Hat der geleistet, ja? Ich kann es dir nicht genau sagen, das ist im Zweifelsfall ein Eintrag bei Wikipedia. Wikipedia, falls ihr das hier gerade seht. Wikipedia. Steht es bei Wikipedia oder nicht Sendung macht. Eine Seite, die selber nach Spenden aufhängt, wird sehr viel Geld an die Hand nehmen. Ja. Ich will auch einen Fight Club mit hier, Tyler Duden. Oh, jetzt tut's weh. Okay, jetzt seid ihr alle Geister und wir ignorieren euch. Okay, alles klar. Vielen Dank, Colin. Danke, Matthias. Danke, Eddie. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar unter diesem Video. Vielleicht habt ihr auch noch andere Wörter, die wir gar nicht im Kopf hatten, bei einigen Runden im Kopf. Schreibt das gerne hier in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Trumpf!